So, das sind wir wieder hier auf der Neufundertal im Live-Modus-Test. Wir haben jetzt letztes Mal die Produktion hier angeschmissen, indem wir Wasser eingefüllt haben. Die Hühner sind gerade dabei, Essen zu bekommen. Und unser Fahrzeug fährt hier schön tapfer mit Autodrive zum Shop. Hühner haben hier eigentlich relativ alles, was sie brauchen. Und unsere Früchte sind am Wachsen. Und zwar, wir haben einmal was haben wir hier? Genau. Baumwolle? Nee, nicht Baumwolle. Okay, doch. Und hier haben wir so ja. Baumwolle. Und da aber Trauben. Echt Trauben hier. Was ist denn jetzt hier? Ach, halt mal. Ah, Mist. Ja klar, lassen wir mal darüber. Das kann Problem geben. Ja. Genau. Das ist ein Problem in dem Modus hier. Okay. Das ist natürlich blöd, an das habe ich gar nicht gedacht. Wer im Farm Manager startet, hat hier das Problem, dass natürlich die ganzen Trauben überschrieben worden sind. Okay. Jetzt. Ah ja. Da muss ich dann quasi eine Lösung finden, damit dieser Test auch wirklich. So, für euch waren das Millisekunden, aber ich habe es hinbekommen. Das Feld ist wieder zu Weintrauben umfunktioniert. Allerdings von der Uhrzeit her sind wir jetzt ein bisschen hinterher. Ich musste ein neues Savegame hier rübernehmen im neuen Farmer-Modus. Das bedeutet, dass wir jetzt natürlich in den Einstellungen wieder auf Schwierigkeit normal hat er auch rübergenommen. Das passt, genau. Alles haben wir übergenommen. Und das seht ihr auch bei unserer Traubenplantage, dass wir hier genau ein Silo haben für Trauben. Genau. Da fällt mir gerade ein. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie denn der Status ist von dem Feld. Es müsste eigentlich schon fertig sein, Weizen. Wo haben wir denn hier vor lauter hier? So. Und zwar, genau, jetzt haben wir jetzt nämlich die Naturfrüchte. Und so sieht es aus, sind nämlich anreif. Das heißt, wir können gleich wieder abbremsen mit das mit dem hier. Und wir holen erstmal das restliche Essen für die Hühner ab und dann geht's los mit dem Drescher zum Dreschen. Dann stelle ich noch den Abfahrer ein und dreschen tue ich dann aber selber. Alles drauf. Perfekt. Dann kann man da rüberfahren. Parallel das schon mal einstellen. Und los geht's. Perfekt. So. Überladen. Gibt es hier was zum Überladen? Nein, es gibt nichts zum Überladen. Genau. So. Also, dann schnappen wir uns gleich mal hier. B4. Alten John Deere. So. Bremse rein, aussteigen. Und dann machen wir hier auch ankuppeln. Oder von der anderen Seite. Genau, so, sehr schön. Gehen wir in die große Perspektive rein. Warum? Ich möchte ja gerne Auto-Drive-Kurs machen. So. Und zwar, er soll ja hier abladen. Und dann machen wir schon mal hier rein. Machen wir das noch? Ja, das kriegt man hin.
Und zwar, wir machen dann ganz hier. Den Wegpunkt. Und zwar, wir starten. Machen wir gelb. Gelb. Gleichzeitiger Punkt. Und zwar Hof Silo abladen. So habe ich es gerne genannt. Und dann fahren wir hier runter vom dem Bereich. So. Und dann machen wir hier aus. Der hier. So. Müsste eigentlich auch reichen. Machen wir darüber. Im ersten Feld. Und da haben wir hier zwar schon eine Einfahrt, den nehme ich gleich mit dem Drescher, aber für den Abfahrer habe ich einen anderen Weg mir überlegt. So, der kommt hier. So, und dann machen wir hier wieder gelb. Fahrer soll quasi so, hier. Jetzt zeige ich nämlich Abfahrer. Feld 1 und Feld 2. Dann fährt er hier weiter. Und hier wieder runter. Dann machen wir hier wieder aus. So, dann haben wir hier. Hier die Kurve. Und hier die Kurve. So, und dann muss man bloß noch im Silo die Einfahrt nehmen. Das heißt, von hier muss ich erstmal da reinfahren. Haben wir da eine Einfahrt? Ja, die haben wir. Das heißt, es passt dann. Der fährt dann hier rein. So, und ab hier wird es dann kritisch. Weil ich sage, ab hier brauche ich quasi wieder eine gelbe Spur. Hier runter. Und natürlich von da auch eine hier hin. Die ist grün, ist nicht schlimm. Und dann fahren wir da rein. Aus. Und dann machen wir nur noch die Verbindung von da nach da. So. Und der macht jetzt Drescher abfahren. Und zwar
Abladen und holen. Tun wir hier. So, klar, da ist noch kein Drescher. Fahren wir aber jetzt hin zum Drescher. So. Da kann ich auch gleich in die Maximale gehen, weil da muss man rückwärts ran. Hoppala. Jetzt kann ich natürlich überlegen. So, aussteigen. Und naja, muss ja noch anschließen hier. Das soll ja schon noch möglich sein. Nice. Okay. Mal andere Seite, vielleicht muss ich hier runter gehen. Naja, ankoppeln will er nicht wirklich. So. Aber er nimmt mit, okay. Ja, gut. So. Es gibt zwar den Modus, dass er der Drescher schon selber Schneidwerk auf aufnehmen kann, aber will ich gar nicht testen jetzt erstmal, weil es hier viel zu eng ist. Dahingehend vielleicht, wenn ich ein anderes Feld da mal bearbeite, aber jetzt bei dem hier aktuell reicht es, wenn ich es selber mache. Und zwar da gucke ich, dass ich quasi hier so reinfahre. Ist der Abfahrer, dann heißt ich stelle den hier ab. Steig aus. Genau, dann nochmal einsteigen. Wir haben uns Schneidewerk vor. Das macht er zwar schon alleine, aber ich glaub, der Anschluss selber, ach, das hat er auch schon gemacht. Okay, letztes Mal hat er es nicht gemacht, deswegen auch nicht schlimm. So, jetzt kann ich das hier natürlich hier brauche ich da so jetzt brauche ich nicht mehr. Ich klappe auseinander. Jetzt mal gucken, ob das geht, wenn man dann jetzt hier anmacht. Ja, funktioniert. Vorablage funktioniert auch. Das heißt, los geht's mit dem Dreschen. Also muss man schon hier was am Streaming-Einstellung ändern. So, das passt. So. So, einmal so rum. Und dann wieder. Volle von voraus. Runter und los geht's.
Nehmen wir alles schön mit hier. Stroh wird geleert. Und los geht's hier. Aufgenommen. Hier muss ich aufpassen, dass man nicht zu weit vorfährt, wenn man selber das schon macht, gell? Und dann hier. Viel ist es nicht hier, aber so, dann drehen wir hier natürlich. Und dann geht es hier wieder los. Halbwegs gerade. Naja, obwohl ich eine blöde Seite ausgesucht habe, aber das ist okay. Los geht's hier auch. Und da wird hier auch gesammelt, geprescht. Ja. Ha, bisschen was stehen gelassen. Das ist nicht gut. Das müssen wir dann noch. Aha. Am Schluss nochmal weggenommen werden. Genau. So. Ich würde aber sagen, für diese Folge war es das und wir sehen uns in einer nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare hinterlasst. Also bis dann. Ciao, ciao.